Leute, was geht? Willkommen zu neuem Video. Wir spielen wieder Just Cause 4. Und wir fliegen mal zur nächsten Region und machen dann eine Mission. Abfahrt. Und zwar ist die 10 Kilometer entfernt. Und dann machen wir es mal auf dem Weg hin. So. Ja, und dann kann ich die schöne Landschaft sehen. Also ich mache hier mit euch nur die Hauptmissionen so, die ganzen kleinen Missionen mache ich nicht mit euch. Also die kleine, das ist auch eine kleine Mission hier, aber das ist halt so eine Mission, wo man halt was befreien muss, ne, für die Hauptmission halt. Ne? Aber ich meine jetzt diese ganzen Stunts oder sowas, das mache ich jetzt nicht mit alles mit euch, aber den Rest mache ich halt mit euch, so die Hauptmissionen, sag ich mal, ne? Hauptmission und Storymission. Und ich kann immer nur wieder sagen, das Spiel ist scheiße optimiert. Da läuft ja sogar da lief sogar PUBG in der Early Access Phase besser. Das ist jetzt kein Joke. Allein schon das Belastende ist, ich muss meine Aufnahmen, also ich muss das Spiel immer wieder neu starten, wenn ich irgendwie eine Aufnahme fertig habe. Weil ich dann einmal, wenn ich einmal raus habe, ist vorbei. Ja, er ist der Cousin des Manns meiner Cousine oder so. Auf jeden Fall kann er die Raketenwerfer der Basis ausschalten. Und ohne die ist die Basis praktisch schutzlos. Wenn wir sie erobern, können wir sämtliche Bewegungen der schwarzen Hand in der Region überwachen. Dann lass es uns versuchen. Feindlicher Flieger entdeckt. Waffen bereit machen. So. Hey, da ist unser Maulwurf. Okay, Rico, es gibt drei Raketenwerfer. Ich habe einen Weg gefunden, sie dauerhaft außer Gefecht zu setzen. Was muss ich tun? Die Werfer werden durch Generatoren unter Verschluss gehalten. Als Sicherheitsmaßnahme. Zerstöre die Generatoren, um die Werfer hochzufahren. Wir fahren die Werfer hoch? Ja, und wir feuern sie ab. Dann war's das mit den Raketen. Na, gefällt mir die Einstellung. Feindlicher Flieger entdeckt. Waffen bereit machen. Wow. Nummer 1 ist kaputt. Nein, fliege nicht. Ich tue nur so. Das war Nummer 1. Halt Abstand, der Werfer fährt hoch.
Gehen wir mal zum nächsten, würde ich sagen. Bewegt mich wirklich? Ich dachte, das ist nur so eine Einbildung. So, so und so. Das waren die nächsten zwei Generatoren. So, wo ist denn der nächste? Da. So. Ach echt. So, so und so. Das sind die letzten. Okay, dann mal los. Hol mich bei der Garage beim nördlichen Eingang ab. Die Werfer sind jetzt hochgefahren. Wo denn? Und ich kann die Raketen endgültig stoppen. Wo soll ich dich abholen? Ich hupe, wenn ich da bin. Wo? Ach da. Komme. Komm, steig ein. Steig ein. Steig ein. Sie verarschen? Steig doch jetzt ein! Wir müssen ins Kontrollzentrum im Osten kommen. Dann schnall dich mal an. Ich werde das Raketensystem infiltrieren. Dann werden sie in den Himmel geschossen und explodieren. So. Ich bin kein Eindringling. Oh. Das war zwar so nicht geplant, aber okay. Hier sind wir richtig. Gib mir Deckung. Klar. Ich gehe in Deckung. Das Spiel läuft so perfekt. Ich werde einfach mal ganz kurz. Ihr seht meine Einstellung, ja? Es ist einfach so. Ich hab's auch schon so low wie möglich. Was ist denn jetzt schon wieder passiert, Alter? Also, Moment. Egal, wollte mich verarschen. So. Nein, ja. So. Nein, so. Okay. Ich hoffe, es läuft jetzt mal ein bisschen besser. Ich habe wirklich eine niedrigsten Einstellung überhaupt, ne? Also, manchmal weiß ich einfach nicht, was hier abgeht. Funktioniert. Ja. Ja.
Spiel könnte so viel geil aussehen, aber es ist halt so schlecht optimiert. Dass man es mit der 1070 auf den lowsten Einstellungen spielen muss. Weil sonst nichts gebacken kriegt das Spiel. Das ist echt schade. Okay, Zielerfassungscomputer gehackt. Jetzt zu den Zugangsschlüsseln. Bin hier. Hi. Zugangsschlüsse sind chiffriert. Jetzt muss ich nur noch etwas die Sicherheitscodes durcheinander bringen. Okay. Ja, komm. Hab ein paar Truppen zu deiner Unterstützung losgeschickt, Rico. Verarschen. Und das war's. Siehst du, ich habe keine Scheiße gebaut, Kumpel. Das ist schön gemacht. Hör mal. Hey, schalte sie einfach aus. Feuer die Raketen ab. Okay. Alles klar, das war's. Das ist am besten, oder? Ja. Gut, das haben wir dann auch gemacht.
Freigeschaltet. Und dann machen wir jetzt die Hauptmission wieder weiter. Ja, Leute? Also haben wir irgendwo Helikopterlandeplätze hier? Nee. Wie weit ist das weg? 5 Kilometer. Ich brauche einen Helikopter. Hör mal kurz den Helikopter, ja? Besorg mir mal eben einen. Besorg mir mal eben einen Helikopter. Zentrale, wir haben keinen Sichtkontakt mehr zum Feind. Bestätigt. Ziel ist auf der Flucht. Sichtkontakt wiederherstellen. Kein weiterer Kontakt. An alle Einheiten. Wachsam bleiben. So. Raketensystem ist online. Schön. Dann mal los. So, los geht's hier. Mal gespannt. Windläufer, das ist die Ablenkung. Machen wir die jetzt erstmal. Wie viele Missionen haben wir eigentlich noch? Eins. Zwei. Zwei Hauptmissionen. Alter, was ist jetzt los? Zwei Hauptmissionen. Ja, ich würde sagen, läuft. Dann kann ich das Spiel auch wieder von der Festplatte runterschmeißen. Und mit so einer Leistung macht das Spiel auch keinen Spaß. Klar, machen die Missionen einzeln schon Spaß, aber... Die Nebenmission mit den ganzen Bugs? Nee, ich glaube nicht. Dafür muss das Spiel erstmal besser gefixt werden. So, dann steigen wir mal aus. Würde ich mal sagen. Und starten die Mission. Hey, Rico. Sargento und sein Team müssen die Windkanonen in Nueva Voz aufbauen. Aber es gibt ein Problem. In der Stadt wimmelt es nur so vor Soldaten der Schwarzen Hand. Wir brauchen eine Ablenkung. Begib dich nach Nueva Voz und finde einen Panzer der Schwarzen Hand. Ich habe dir einen markiert. Gut. Finde den Panzer. Wie sieht dein Plan aus? Zuerst klauen wir den Panzer. Wenn die Schwarze Hand nach ihm sucht, locken wir sie in einen Hinterhalt, damit Sargentos Team die Windkanonen bereit machen kann. Kein Problem. Lull. Belastend. Hab den Panzer gefunden. Sehr gut. Bring den Panzer zu den folgenden Koordinaten. Und dabei hasse ich Panzerfahren. Genau deswegen.
es schon. Helikopter im Anflug. Begeben mich zum Einsatzgebiet. Alter, kannst du mich mal drehen jetzt? So, Panzer, dankeschön. Alter, das Kurvenfahren mit dem Ding ist überhaupt nicht drin, ey. Alter, was willst du eigentlich? Meine Güte. Ich bin da. Perfekt. Und jetzt? Angriff! Wir müssen weg von dem Ding! Da müsst ihr echt tatsächlich. Gar keine Chance. Sargento, wie sieht es mit den Windkanonen aus? Ups. Wir sind etwa zur Hälfte fertig. Beschäftigt sie noch etwas, dann haben wir sie gesichert. Weiter so, Leute. Helikopter im Anflug. Begeben mich zum Einsatzgebiet. Wir haben hier mögliche Feindaktivität. Suche läuft. Feindkontakt verloren. Neu formieren. Okay. Ihre Panzer wirklich sehr. Wir sind fertig. Die Windkanonen sind einsatzbereit. Klasse! Heizt ihn ordentlich ein! Mach ich gerade. Wer schießt denn jetzt hier auf mich? Das sollten die meisten von Ihnen sein. Wir erledigen hier den Rest, Rico. Danke für deine Hilfe. Sehr gerne. Lass uns das nächste Mal was Schnelleres klauen. So, als nächstes machen wir... die Hauptoperation. So. Panzer sind unterwegs, werden in Kürze eintreffen. Was ist denn das weg? 6 Kilometer, okay. Das ist schon gerne ein Helikopter dafür, ne? Ach, weißt du was? Machen wir es einfach. Machen wir es ganz einfach. So. Gehen wir hier kurz rein, holen uns kurz das, machen das, ja, ab auf Anfordern und so. Es ist schön, frei zu haben.
Dann haben wir da auch unseren Helikopter. So. Abfahrt. So. Fliegen wir da mal hin. Nicht so weit. Damit müssen wir es zu zerstören auf dem Weg. So. Easy. Da ist auch der Wirbelsturm. AKA Windhose. So. Raketensystem ist online. So. Bin in Position. Perfektes Timing. Wir haben einen Tornado. Gut, evakuiert die Stadt. Bin schon dabei. Caesar, alles okay? Ja, bestens. Ich verfolge den Tornado. Der Sturmjäger läuft einwandfrei. Bin auf dem Weg nach Nueva Voz. Wir sehen uns. Hörst du das? Rico, die schwarze Hand ist hier! Rico! Wiederholen. Mira, die schwarze Hand will die Kontrolle über die Windkanonen. Verdammte Scheiße! Wenn wir sie nicht zerstören, lenken sie den Tornado um und unser Plan ist futsch. Dann weiter zur Stadt. Ich kümmere mich um die Windkanonen. Jo. Würde ich auch sagen, ne? Gut. Ich bin unterwegs zu den Windkanonen. Mira, falls die schwarze Hand hier ist. Ja, sie wissen, was wir vorhaben. Du musst unsere Truppen warnen. Das wird ein ordentlicher Kampf werden. An alle Einheiten! Die schwarze Hand hat uns entdeckt. Tretet ihnen in den Arsch! Eindringlinge. Bestätigt. Eindringlinge. Hab eine Windkanone gefunden. Izzy? Zerstöre als erstes die Verbrennungskammern an der Seite. Das hätten wir. Jetzt zerstör den hinteren Ansaugventilator. Dann ist die Windkanone unbrauchbar. Oh. Eine weniger. Das waren alle Kanonen auf dieser Seite. Da ist noch eine Windkanone auf der anderen Seite des Canyons. Bin schon auf dem Weg.
So, da hinten irgendwo. An alle Einheiten, Position halten! So. Caesar hier! Der Tornado nähert sich Mina Vendaval! Und zwar schnell! Ich arbeite dran. So, das schaffen wir. Wir müssen diesen Tornado irgendwie durch die Mine bringen. Beeil dich! Danke, Caesar. Das nächste mit der Kanone. Hab die letzte Kanone gefunden. Hol die vom Himmel! Ach komm, Alter. Ja, was ist denn los mit euch? So, dich holen wir auch noch. So. Das war's, die Kanonen sind Geschichte. Ich kann das bestätigen. Der Tornado zieht den Pass hoch. Warte da unten auf mich, Caesar. Ich bin unterwegs. Verstanden. Was für ein Wind! Oh ja. Kann ich wieder runter, bitte? Ach komm, ja gut, ich hab's verstanden. Gegner hat Angriffe eingestellt. Haltet die Augen nach dem offen. Ja, ich hab's verstanden. Digga, wie komme ich jetzt am besten runter? Einfach fallen. Digga, muss los. So. So und rein. Okay, dann schauen wir mal, was das Ding so kann. Ja. Danke. Bleib so nah wie möglich am Tornado. Ich muss die nötigen Messungen durchführen. Okay. Dann mal los. Ist das ein Kassettendeck? Ja. Ich habe ein Mixtape gemacht. Dann lass mal hören. Okay, sehr gut. Oh, ganz viel geschadet, Ding, ne? Ach du Scheiße! Das Ding ist ganz so schnell. Was für ein Riesending! Bist du wirklich sicher, dass du das machen willst, Rico? Für Zweifel ist es jetzt zu spät, mein Freund. Rico, Mira! Die Schwarze Hand attackiert die! Der Tornado ändert die Richtung! Scheiße, Mira! Die Schwarze Hand lenkt den Tornado um. Sie wollen verhindern, dass er die Stadt erreicht. Caesar, schnapp dir den Sturmjäger und verschwinde. Ich bringe den Tornado wieder auf Kurs. Du wirst was? Rico, Aeropuerto Nueva Voz. Ich erkläre dir alles unterwegs. Verstanden. Okay. Kanonen, um den Tornado dort festzuhalten. Aber du musst nur die zerstören, die ihm den Weg blockieren. Markier sie mir. Schon passiert. Feind befindet sich in unserem Einsatzgebiet. Feindkontakt, verstanden. Feuer nach eigenem Ermessen. Ja. Windkanone ausgeschaltet.
weiter. Gegner hat Angriffe eingestellt. Haltet die Augen nach ihm offen. Verdammt! Noch eine Kanone übrig. So, optimal. Der Tornado ist wieder auf dem Weg Richtung Nueva Boss. Ich mache mich auf den Weg zum Tower. Ja, der Tornado schwimmt auf jeden Fall ganz gut der Straße. Kann man sagen. Das hier ist das reinste Kriegsgebiet. Rico, ich bin in Schwierigkeiten. Cesar, was ist los? Ich habe versucht, eine Straßensperre der Schwarzen Hand zu durchbrechen und, naja, jetzt bin ich umzingelt. Der Sturmjäger hält erstmal, aber... Ich komme. Was ist er denn? Da. Ich gewöhne mich langsam daran, beschossen zu werden. Bist ein echter Profi. Warte hier, ich erledige das. Cool. Optimal. Das war abgefahren. Ja, du machst dich sehr gut als Zielscheibe. Und jetzt zum Aussichtspunkt. Ja, ja. Ich will das Ufer aus der Nähe betrachten. Mira, Cesar ist gleich in Position. Gut. Ich auch. Du solltest möglichst weit oben sein. Die Show beginnt gleich. Scheiße. Torre Espinosa ist Geschichte. Okay, haltet euch bereit. Aktiviere Kanonen. Jetzt. Windkanonen online. Es funktioniert. Gute Arbeit, Leute. Gute Arbeit. Oh nein. Wir müssen die Windkanonen beschützen. Es sind einfach zu viele. Haltet durch. Ich krieg das hin. Ja. Ich denke auch. Ich schicke Verstärkung, aber die wird ein paar Minuten bis aufs Dach brauchen. Ich halte die Gegner so lange auf. Ich bin kein Eindringling. Ihr seid die Eindringlinge. Der Tornado ist jetzt ein F3! Puh. Immer größer das Ding. Mira, Verstärkung! Nicht jeder hat einen Wingsuit, okay? Alles klar. Okay.
schaffen das, Boss. Ich habe noch nichts von dem Trupp im nächsten Turm gehört, Rico. Bin unterwegs. So. Chillen wir mal ein bisschen hier, würde ich sagen. Wie Leute einfach reinfliegen. Easy. Mann, dauert das lange. Immerhin muss ich nichts machen. Unser Tornado ist jetzt ein F4! Passt auf euch auf! Machen auch immer schneller. Wie alle reinfliegen. Das ist schon groß. Das ist F5. Ganz ruhig hier geworden auf jeden Fall. Okay, wir übernehmen jetzt hier. Rico, das Gebäude auf der anderen Seite des Platzes. So. Der Tornado wird immer größer. Halt sie einfach noch etwas auf. Verdammt! Granaten denn noch? Status! Los. Gut, dann fliegen wir jetzt mal nach oben. Rico, kommen Rico. Er ist Mira, weg. Schau. Mira, ich bin auf dem Tornadokern. Wonach soll ich suchen? Nach einer Zugangstafel. Irgendwo beim hinteren Auslass.
Null. Das ist der Tornado-Kern. Okay. Oh, einfach unglaublich. Leute, schaut euch das an. Keiner wollte mir glauben, aber ich habe Beweise. Beweise dafür, dass die Reptiloiden die Regierung unterwandert haben. Und Oscar Espinosa kommt aus dem Alpha Draconis-System. Kein Mensch hätte je erschaffen können... Ist das ein USB-Anschluss? Ist das ein USB-Anschluss? Welches Alienschiff hat denn einen USB-Anschluss? Sorry, Cesar. Das ist von Menschen gemacht. Aber... Espinosa ist vielleicht kein Echsenmensch. Reptiloid. Aber sein UFO hat viele hunderte Menschen getötet. Und jetzt wurde er entlarvt. Du hast eine echte Verschwörung aufgedeckt, Cesar. Hey Leute, das solltet ihr euch vielleicht ansehen. Was ist das? Der Tornado-Kern war nicht das Einzige, was beweglich ist. Das war nur ein Prototyp, aber in IAPA wird noch ein weiteres, fortschrittlicheres Gerät gebaut. Kannst du damit den Verteidigungsknoten ausschalten? Ja. Der Virus ist bereit. Müssen ihn nur abschicken. Worauf warten wir dann? Ich... Darf ich ihn bitte schicken? Alter vor Schönheit. Drück einfach Enter. Hasta la vista, du irdisches Arschloch! Nice. Sehr schön. So. Das sieht schon mal gut aus, alles hier. Alles wunderbar aus hier. Das ist alles schön, 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 schön. Ja, ich würde sagen, machen wir jetzt die letzte Mission, ja? Also wenn das die letzte ist. Aber ich denke schon, dass es die letzte ist. Machen wir direkt mit dem Anschluss. Hören wir uns mal ganz kurz einen Helikopter oder so. Oder wie viel Platz haben wir denn hier? Theoretisch genug Platz. Dann werde ich mir was anderes holen. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, ich weiß. So, steigen wir mal eben ein. Und fliegen mal eben los. Dann mal los. Los geht's. Wiu, wiu, wiu. Ach ja. Bin gleich auch da. 12 Kilometer noch. Aber das ist der schnellste Weg, wie wir da hinkommen.
Bam, Digga. Das war so eigentlich nicht geplant. Hä? Sollte eigentlich nach oben gehen irgendwie eigentlich? Ja, irgendwie so. Gut, dann machen wir eben kurz den nächsten Abwurf. Diesmal wollen wir uns einen Heli. Wo sind wir denn überhaupt gerade? Da sind wir. Können wir da nicht eine Schnellreise? Nee, können wir nicht. Aber da können wir eine Reise erbitten. Warum nicht gleich so? Ne? Warum nicht gleich so? Oh. Ja, ich bin gerade ein bisschen müde. Wären wir und wir beginnen jetzt mit Operation Ilapa. Starke Energieschwankungen in der Projekt Ilapa-Einrichtung. Das ist nicht gut. Ich vermute, unser Echsenmensch will zurück zum Mutterschiff. Das war ein Witz. Schlechtes Timing, Kumpel. Damit könnte er allerdings recht haben. Wenn es einen Start gab, wäre das die Erklärung für die Energieschwankungen. Diese Daten hier haben wir aus dem Tornado-Kern. Espinosa hat eine weitere, noch bessere mobile Waffe entwickelt. Was, wenn sie schon fertig ist? Wenn sie schon gebaut wurde? Na, das war immer Oscars Ziel. Die Kombination der Technologien aus allen drei Anlagen. Eine Waffe, die jegliche Art von Sturm erschafft. Überall. Ilapas letzte Stufe. Egal was es ist, wir sollten es besser davon abhalten zu starten. Wir können aber nichts tun, solange der Blizzard-Kern von Projekt Ilapa aktiv ist. Also, wie lautet der Plan? Lancer, du bist im Zug. Ich will, dass du den Sturmjäger zur Bahnstation bei Projekt Ilapa bringst. Ja. Caesar, du und ich fliegen mit dem Sturmjäger mitten ins Herz des Blizzards. Dann spürst du mit seiner Ausrüstung den Blizzard-Kern auf. Wenn du ihn hast, schalte ich ihn aus. Ich fahre. Nein. Okay. Sobald der Blizzard-Kern erledigt ist, greifen wir an. Sargento, du führst die Bodentruppen an. Wir übernehmen den Tower. Du kannst auf mich zählen, Rico. Sheldon, kannst du einen Heli fliegen, ohne abzustürzen? Werd nicht frech. Du fliegst den Kommandohubschrauber. Herr Sheldon fliegt wieder. Verschaff Mira einen guten Überblick. Mira, dir gehört die Armee. Sobald wir den Tower kontrollieren, musst du den Start aufhalten. Wichtig ist, dass der Kern auf dem Berg bleibt. Das wird schwierig. Lust auf einen Heliflug? Könnte spaßig werden. Projekt Ilapa endet heute. Was ist mit Espinosa? Espinosa gehört mir. Das würde zu schweren, inakzeptablen Verlusten bei der Schwarzen Hand führen. Ich bestehe auch nur auf dieser Option, weil sich ein schwer bewaffneter Pöbel vor meiner Tür befindet. Ich kann den Berg verteidigen. Sie haben alle anderen Einrichtungen verloren. Das Volk von Solis rebelliert ganz offen zum ersten Mal seit 500 Jahren.
Rodriguez' Armee des Chaos kontrolliert den Großteil der Insel! Projekt IAPA sollte das Vermächtnis der Espinosas krönen. Unbezahlbare Technologie, die unseren Reichtum wiederherstellt. Der Sturmkern ist jetzt alles, was zählt. Tun Sie Ihr Bestes. Wenn das also nicht reicht, bin ich zum Schlimmsten gezwungen. So, schauen, ob alle bereit sind. Sind wir uns auf unserem schönen Zug? Der Kommando-Heli ist bereit. Wir halten dir den Rücken frei, Kleiner. Caesar hier, der Sturmjäger ist soweit. Hier Lancer, der Schneestachel ist unterwegs Richtung IAPA. Bleibt wachsam, Leute. Espinosa ist fast erledigt. Aber er wird sich nicht ohne einen Kampf ergeben. Wir aber auch nicht. Oh, er darf es tut mir den leid. Kern nicht starten. Laut meiner Anzeige erreicht der Blizzard-Kern von IAPA die maximale Ausgangsleistung. An alle Flugeinheiten, haltet Abstand, bis Rico den Sturm im Griff hat. Nähere mich der Estación IAPA. Macht eure Waffen bereit, Leute. Onkel, wieso machst du langsamer? Sie haben die Stromversorgung der Strecke abgeschaltet. Ich sitze fest. Aber nicht mehr lange. Sheldon, mir nach. Ich bin hinter dir, Kleiner. Heizen wir ihn ordentlich ein. Rico, ich habe da unten zwei Sicherungen entdeckt. Ich kümmere mich um sie. Holt ihn runter, los! Alles klar. Lancer? Ja, der Zug ist wieder online. Wir kommen. Super. Warum ist hier ein Ladeschirm? Was soll das denn jetzt? Okay. Viel Glück, Rico. Caesar. Bin bereit, Rico. Na dann los. Dann fahren wir jetzt mal, ne? Was zum? Ich hab Sitzheizung eingebaut. Ziemlich cool, oder? Ach komm! Caesar hier. Rico und ich sind unterwegs nach IAPA. Der Sturm wird immer heftiger. Wir wissen nicht, wie weit Espinosa mit dem Start seines mobilen Kerns ist. Ihr müsst diesen Blizzard beenden. Viel Glück, Freunde. Danke. Laut meiner Anzeige gibt es massive Spannungsspitzen in der Anlage, Rico. Wir haben die Ionenspule. Konzentrier du dich darauf, den Blizzard-Kern für mich zu finden. Wir sind noch zu weit weg. Dann mal los. Das ist total verrückt. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ja, ein Mensch kann sowas nicht erschaffen. Das ist nicht lustig, Rico. Da kommt die Basis. Weißt du, wo der Kern ist? Drinnen, hinter diesen Türen. Wir müssen einen Weg hineinfinden. Ich kümmere mich drum. Izzy? Wegen des Sturms sind die Energiesignaturen kaum zu erkennen. Ich kann dir nur grob sagen, wo du hin musst. Das reicht mir schon.
einfach zu schnell! Die scheiß Generatoren an meiner Kolben. Keine Ahnung. Hier irgendwo soll ein Generator sein. Scheiß Generator. Irgendwo hier soll einer sein. Einfach nix. Wo ist denn so ein Generator? Steuerung ausgefallen. Wir stürzen ab. Ich muss los auf jeden Fall. Wo ist so ein scheiß Generator? Oh nein. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Keine Ahnung. Ach komm, Alter. Ich sehe einfach nichts. Stopp, ja, was soll ich denn machen? Ich weiß nicht, wie die Dinger aussehen. Ich finde ja nichts. Weißt du, wo der Kern ist? Drinnen, hinter diesen Türen. Wir müssen einen Weg hineinfinden. Ich kümmere mich drum. Izzy? Wegen des Sturms sind die Energiesignaturen kaum zu erkennen. Ich kann dir nur grob sagen, wo du hin musst. Das reicht mir schon. Zentrale, gerade ein Eindringling auf dem Gelände. Feindkontakt, verstanden. Feuer nach eigenem Ermessen. Ah, okay. Machen wir gleich so. Hab einen. Noch ein Generator übrig. Ach komm. Ach komm, Alter. Deine Fresse. Ach komm schon. Da ist er ja. Dankeschön. So. Cäsar, sind die Türen offen? Ja, sieht so aus. Und ich habe den Kern Meine Fresse!
Sorry. Alter, ey. Ist das nervig. Abfahrt. Ich bin drin. Sehr gut. Folge einfach den Korridoren. Am Ende müsste ein Aufzug sein. Der Blizzard-Kern ist tief unter dem Berg begraben. Weiter komme ich nicht. Es gibt keinen anderen Weg, Rico. Der Aufzug ist im nächsten Raum. Du musst irgendwie da durchkommen. Jede Tür hat auch eine Türklinke, Cesar. Ha, stimmt. Zentrale, wir haben einen Eindringling auf dem Gelände. Feindkontakt, verstanden. Feuer nach eigenem Ermessen. Gegner befindet sich in einem Landfahrzeug. Verdammt. Die Konsole vielleicht? Alter, kannst du mich nicht einfach mal in Ruhe lassen? Mechanismus rechts ist offen. Hallihallo, stirb endlich, du Drecksau. Hab ich dich. Nee, du hast gar nichts. Ja, willst du mich verarschen? Lauf doch nicht ganze Zeit. So. Deaktiviere den linken Schließmechanismus. Wo ist das Auto? Okay. Cesar, ich bin im Aufzug und fahre runter. Wow. Was ist los? Du wirfst gleich einen Blick hinter den Vorhang. Ich wünschte, ich wäre mit dir da drin. Zieh dich zurück, Cesar. Ich komme jetzt schon alleine klar. Kein weiterer Kontakt. An alle Einheiten. Ach, du kannst das Ding riesig. Mira, ich habe den Blizzard-Kern gefunden. Sehr gut. Bevor du das Virus aufspielst, musst du die vier Stabilisatoren an der Ummantelung des Kerns ausschalten. Alles klar. Na, dann vielleicht soll ich da runtergehen. Fertig. Das war's. Spiel jetzt das Virus bei der Zentralsteuerung auf. Ohne Stabilisatoren wird der Kern in Sekundenschnelle explodieren? Ja.
kaputt sein, ist kaputt. Die Armee des Chaos rückt vor, aber wir werden nicht rechtzeitig da sein, um den Start zu verhindern. Wenn ich die Energieversorgung des Kerns unterbreche, wird das den Start aufhalten? Es ist einen Versuch wert. Gib sie ihm, Rico. Feindkontakt verloren. Neu formieren. Jetzt mal nach Ilapa rein, würde ich sagen, ja? Mira, wonach suche ich? Es gibt Turbinen, die Energie vom Aufbau in den Kern leiten. Leg sie frei und zerstöre sie. Ah, okay. Über die Konsolen, ja, gut. Das ist nicht so einfach, ne? Er sitzt fest! Tötet ihn! Tötet ihn! Ich sitze fest? Eine weniger. Ja, wow. Muss los, Alter. Hab grad ein Problem. Das Hallo, kleiner Freund. Weit gesichtet. Zwei sind erledigt. Ab in den nächsten Stock, Rico. Nur noch eine Turbine. So. Turbinen zerstören, wenn hier alles zu ist, Digga. Achso. Oh, verdammt. Ich bin hier gerade echt... Oh, das ist ein schwerer. Ich bin hier gerade echt am Arsch. Bruder, ich muss hier los. Digga, wer? Verdammt! Ja. Alles klar, muss los. Verdammt! Die letzte Turbine ist erledigt. Der Sturmkern geht nirgendwo hin. Zeit, Oscar Espinosa einen Besuch abzustatten. Scheiße, ja! Los, hol ihn dir!
gehe rein. So. Da gehen wir jetzt mal zu Oscar, ne, mein Lieben. Espinosa, geben Sie mir alles, was Sie haben, Sie verdammter Hurensohn. Rico Rodriguez, haben Sie denn einen Termin vereinbart? Haben Sie nicht noch was Größeres? Einen Augenblick, mal sehen, was ich so finde. Wie viele Leben wollen Sie noch sinnlos opfern? Große Worte für einen Mann, der einen Bürgerkrieg vom Zaun gebrochen hat, sodass Bruder gegen Schwester kämpft. Kann sie denn nichts aufhalten, Senor Rodriguez? Finden wir es heraus. Ihnen gehen die Handlanger wohl nie aus, was? Ich habe noch mehr als genug dieser Handlanger. Sich aussichtslos anzufühlen? Das könnte ich den ganzen Tag machen. Bam, Digga. Tag, Senor Rodriguez. Einen Moment. Ich muss das hier noch rausschicken. Ah, fertig. Nun haben Sie meine Aufmerksamkeit. Ich konnte leider nicht persönlich da sein. Ich habe ein Meeting mit Ihren alten Freunden von der Agency. Die Agency, mit der Sie meinen Vater ermordet haben. Ach, so ein Jammer. Ihr Vater und seine brillante Arbeit haben die Grundlage für Projekt IAPA geschaffen. Was Sie betrifft, der Vormarsch Ihrer Armee hat meinen Forschern Feuer unterm Hintern gemacht. Rico Rodriguez, immer im Dienst der Agency, ob bewusst oder unbewusst. Kriege ich auch einen Scheck? Hören Sie, ich werde gleich mein Ziel erreichen und muss jetzt leider Schluss machen. Ich werde Sie finden. Nein, werden Sie nicht. In wenigen Momenten spürt alles und jeder auf diesem Berg den mächtigen Zorn des Donnergottes. Wenn ihr alle tot seid, übergebe ich den Sturmkern an die Agency und zähle die Scheine. Sie freuen sich schon sehr auf die Lieferung ihres neuen Spielzeugs. Ihr Spielzeug geht nirgendwo hin, Espinosa. Der Kern war schon fertig aufgeladen, kurz bevor der Strom abgeschaltet wurde. Er startet in diesem Augenblick. Grüßen Sie Ihren Vater von mir, Rico. Bring uns runter. Rico, der Kern startet. Er wird jeden auf diesem Berg umbringen.
Oh oh. Der ist aber riesig. Der ist aber riesig. Ich verbinde dich mit der Flugsteuerung, Mira. Schnell! Ist gesperrt. Wir können den Sturm nicht stoppen. Wie lautet Ihr Plan, Rodriguez? Gabriella? Ich bin offen für Vorschläge. Moment. Wir sind drin. Hab die Firewall ausgeschaltet. Ich werde doch nicht für den Stolz dieses Mannes meine Soldaten opfern. Aber können wir den Sturm stoppen? Nur Espinosa kann das tun. Gebt Rodriguez die Flugsteuerung, dann kann er den Sturmkern aufs Meer lenken. Ich habe eine bessere Idee. Ich wusste, ich finde Sie, Oscar. Rodriguez, Ihre Hartnäckigkeit ist bewundernswert. Hat mein Vater Ihnen das Motto der Rodriguez-Familie verraten? Über sowas haben wir uns nie unterhalten. Verarsch niemals einen Skorpion, sonst könnte es passieren, dass er sticht. Warten Sie. Warten Sie, wir können uns reinigen! Tja, belastend. So ist er gestorben. Und der Cannon ist auch kaputt. Ich meine, siehst du, warum ich dachte, es wären Aliens? Das war doch ein UFO, oder nicht? Du hättest sehen sollen, was da noch so alles war. Warte, was? Oh, sag's mir! Izzy, komm mal her. Das musst du probieren. Hey, ich bin Vegetarierin. Aber das ist amerikanisches Barbecue. Oh nein, das ist kein amerikanisches Barbecue. Das ist Grill. Nun, ein echtes Barbecue kommt aus dem Herzen von Texas. Genau wie ich. Verarsch niemals einen Skorpion? Vorhin hat Espinosa was gesagt. Mein Vater und ich waren immer nur Figuren in einem Spiel. Bewusst oder unbewusst. Glaubst du, das ist wahr? Es ist wahr. Aber nicht in Solis. Also definitiv nicht in Solis. Die Zerstörung von Iapa wird teuer für die Agency werden. Alle Spuren führen zurück zur Agency. Das ist richtig. Kümmern wir uns um sie. Kümmern wir uns um die Agency. Verdammter Mistkerl. Okay. Bin dabei. Ich bin auch dabei, Rico. Wir sind dabei. Wir haben eine Armee. Nicht schlecht für den Anfang. Kommt, wir erzählen es den anderen morgen. So Leute, das war's von Just Cause 4. Kann man das überspringen? Nee, kann man nicht. Okay. Ja, lass das eben noch durchlaufen.
verschwunden. So. Ja, also die Kampagne ist durch. Ja, hier sind zwar noch ein paar Sachen, die man noch nicht freigeschaltet hat, aber das ist jetzt nicht so tragisch. Wir haben die Story ein bisschen durch, das was wir wollten. Und ich würde sagen, wir machen dann hier auch Schluss und das war's mit Just Cause 4, Leute. Demnächst werden noch Hitman 2 kommen und Final Fantasy werde ich auch wieder fortsetzen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.